Wilden Mexiko beginnt im Weißen Haus in Washington bei einer schicksalhaften... Dr. Sterner, und seien Sie vorsichtig. Die Zeiten sind gefährlich. In die Kutsche! Rasch! Oh. Los, abfahren! Ein Monumentalfilm nach den weltbekannten Erzählungen von Karl May. Der Schatz der Azteken. Es geht um sagenhafte Reichtümer in einem märchenhaft schönen Land. Und aufregende Erlebnisse zweier ungleicher Freunde. Ich muss zu ihm, sonst ist er verloren. Ein merkwürdiges Land ist das schon, dieses Mexiko. Da könnte Sie einen Experte von meinem Kaliber gut gebrauchen. Ein Land voll erstaunlicher Gegensätze. Man tanzt und lacht und feiert Feste voll überschäumender Lebensfreude. Aber oft macht die Leidenschaft die Männer zu brutalen Gewalttätern. Eins. Zwei. Vor historischem Hintergrund erleben Sie ein Kolossalgemälde von einmaliger Pracht. Eine romantische Geschichte. Ein erregender Wettlauf um den größten Goldschatz dieser Erde. Es ist nicht gut für weiße Tauben in der Nacht umherzuflattern. Mein Pferd. Ich verlasse die Armee. Wer kommt mit mir? Jetzt hat Mexiko einen neuen Banditen. Besetzung und Ausstattung machen diesen neuen Karl-May-Film zu einem unvergesslichen Erlebnis. Er ist der Führer aller Azteken, der letzte hohe Priester. Der Schatz der Azteken. Im Mittelpunkt tollkühner Abenteuer und gewaltiger Kämpfe mit Banditen und Rothäuten stehen Weltstars aus 6 Ländern. Ich bin diplomatischer Kurier mit einer Botschaft an Ihren Präsidenten. Verlass dich auf Josefa. Der kommt als nächster dran. Dann ist der Weg zur Erbschaft endlich frei. Mach's gut. Viel Glück. Mutter der Barmherzigkeit, bete für uns. Das ist gerecht. Primitiv, hart, biblisch, aber gerecht. Er hat mir das Leben gerettet, mir und Rosita. Also, Sie sind nicht nur Arzt und Chirurg, sondern außerdem ein Kurier mit einer vertraulichen Botschaft von Benito Juarez. Der Freiheitskrieg in Mexiko fordert von jedem eine Entscheidung. Wenn Marschall Bazaine nur das Geringste wittert, dann war alles umsonst und ich bin verloren. Sie stehen hier vor dem Kriegsgericht, Dr. Sternau. Da ist der Feind! Dafür gibt es nur eine Strafe. Exekution. Und zwar sofort. Jedenfalls habe ich einen Spion unschädlich gemacht. Gehen Sie zum Teufel, Monsieur Sternau. Das große romantische Abenteuer aus Mexikos wildbewegter Zeit. Ich habe gehört, die Azteken hätten eine große Goldreserve. Den Schatz der Azteken? Glauben Sie auch, dass es ihm gibt? Der todbringende Fluch der Götter schützt den sagenumwobenen Schatz Montezumas. Ah! Der weiße Mann muss sterben, weil seine Augen den Schatz der Azteken erblickt haben. Der erste Teil eines neuen großen Karl-May-Films, der sie in atemloser Spannung hält. Der Schatz der Azteken. Versäumen Sie nicht diesen grandiosen Film und seine sensationelle Fortsetzung.